Herzlich willkommen im EM-Studio der Deutschen Vermögensberatung. Wir freuen uns heute besonders, Lothar Matthäus, Coach und natürlich auch Fußballexperte bei uns im Studio zu haben. Lothar, herzlich willkommen auch an dich. Hallo. Die EM steht an, es geht los, der Countdown läuft. Lothar, wie groß ist denn deine Vorfreude auf diese EM im Sommer? Ich freue mich natürlich, ja. Ich freue mich auf die Stimmung, ich freue mich auf die Mannschaften, ich freue mich auf die Spieler. Ja, Stimmung habe ich ja gesagt, Fans werden im Stadion kommen aus ganz Europa. Wir sind ja hier mit Deutschland im Herzen von Europa. Das kennt man ja in Frankfurt. Und ja, wir werden viele Besucher, viele Gäste hier haben aus dem Ausland. Und ich glaube, das wird ähnlich wie 2006 bei der Weltmeisterschaft ein Fußballfest zum Anfassen und für alle. Sechs Gruppen sind es, A bis F. In der Gruppe A ist die deutsche Nationalmannschaft. Versetz dich mal in die Situation von Julian Nagelsmann. Wie würdest du denn aufstellen fürs erste Spiel gegen Schottland zum Beispiel? Du brauchst natürlich die Trainingseindrücke. Du musst die Mannschaft von Schottland natürlich beobachten, ja, dir einen Plan zurechtlegen. Ich sage jetzt einfach mal für mich, meine erste Stammmannschaft, das heißt jetzt nicht, dass die gegen Schottland spielen muss, weil vielleicht Schottland gewisse Probleme hat oder auch gewisse Stärken, auf die man Acht geben muss. Aber für mich ist Manuel Neuer gesetzt im Tor, ja. Auch wenn er in den letzten Spielen ein bisschen unsicher gewirkt hat. Aber ich glaube, mit seiner Erfahrung, mit seiner Persönlichkeit ist er auch eine Hilfe für die Defensivspieler. Sie verlassen sich schon auf ihn. Dafür hat Manuel zu viel erreicht. Und nach wie vor hat er ja auch in Madrid bis auf den Fehler in der 88. Minute ein Weltklasse-Spiel gemacht. Hat 3-4 Unhaltbare gehalten, daran sieht man seine Klasse. Fehler passieren immer wieder. Manuel Neuer im Tor, Rechtsverteidigung Kimmich, in der Innenverteidigung ganz klar gesetzt, Rüdiger von Real Madrid und Tah von Leverkusen, der eine Riesensaison spielt. Links hinten habe ich ein kleines Problem, lasse ich Mittelstädt spielen, der ein bisschen offensiver spielt, lasse ich Raum spielen, der ein bisschen dynamischer ist und in der Defensive sehr viel gelernt hat, oder ziehe ich auch Hendricks rüber. Da habe ich drei Spieler für eine Position. Julian Nagelsmann steht mehr auf Mittelstädt, ich stehe mehr auf Raum, weil er der dynamischere Spieler ist, deswegen hinten links Raum. Bei mir in der Mannschaft, Julian Nagelsmann wird Mittelstädt bringen. Doppel-6, gar keine Frage, wenn sich nichts Gravierendes tut. Andrich auf der defensiveren Position, schirmt Toni Kroos ab. Toni Kroos ist natürlich gesetzt, ganz klar, deswegen hat man ihn ja auch zurückgeholt. Und dann in der Offensive würde ich auf Geschwindigkeit setzen, weil Geschwindigkeit ist ja heutzutage das A und O im Fußball und generell in der Welt. Da habe ich mit Musiala und Wirtz zwei Jahrhunderttalente, die sind schon mal gesetzt. Musiala mehr im Zentrum, Wirtz mehr über die linke Seite, ähnlich wie er teilweise auch bei Leverkusen spielt. Auf der rechten Seite Leroy Sané und vorne würde ich mit Kai Havertz beginnen und habe Füllkrug immer noch in der Hinterhand, wenn es dann unbedingt mit der Brechstange passieren muss. Deutschland, Schweiz, Ungarn und Schottland sind in dieser Gruppe A. Was glaubst du denn, wie stehen die Chancen für Deutschland in der Gruppe? Deutschland ist für mich der klare Favorit, auch wenn wir gerade gegen Ungarn in den letzten 5, 6 Jahren sehr viele Schwierigkeiten gehabt haben. Ich war ja früher selbst ungarischer Nationaltrainer und verfolge die Spiele natürlich dann besonders. Ein besonderer Anlass auch für mich, eben aufgrund meiner ganzen Geschichte in Deutschland gespielt, in Ungarn als Nationaltrainer die Mannschaft 3 Jahre betreut. Und das werden schwere Spiele, weil die Ungarn spielen im Endeffekt eine defensive Taktik mit schnellem Umschaltspiel, aber auch aggressiv, körperbetont. Und die ist in den letzten Jahren der deutschen Mannschaft nicht so bekommen. Ich glaube, Ungarn und die Schweiz werden den zweiten Platz unter sich ausmachen. Die Schweizer sehr diszipliniert, kennen ja sehr viele Spieler auch aus der Bundesliga. Chaka zum Beispiel. Chaka zum Beispiel, aber auch Sommer ist dabei. Ja. Und da gibt es Elvedi und alles Mögliche. Da gibt es noch einige mehr. Und natürlich ist es so ein kleiner Bruderkampf. Aber die Schweizer, ja, und Schottland, die nicht mehr kick-and-rush spielen, die versuchen auch technisch einen sauberen Fußball zu spielen. Aber wir sind zu Hause, wir haben eine Mannschaft, die große Ziele vor sich hat. Wir haben Persönlichkeiten in der Mannschaft, Qualität in der Mannschaft. Also wir haben Erfahrung, wir haben junge Spieler, wir haben schnelle Spieler, wir haben technisch starke Spieler, wir haben auf jeder Position eigentlich Spieler, die bei großen Vereinen nicht nur Stammspieler sind, sondern Führungsspieler. Und deswegen sollte Deutschland eigentlich in dieser Gruppe für mich ja, ganz klar den Weg in die nächste Runde schaffen. Glaubst du, dass dieser Heimvorteil für uns gut sein kann? Beziehungsweise glaubst du, es kann so ein Sommermärchen wie vielleicht 2006 auch werden? Ich hoffe, ein vollendetes Sommermärchen, weil ich
bin immer fürs Optimale. Und wenn man als Gastgeber, als große Fußballnation in ein Turnier geht, dann gibt es eigentlich nur ein Ziel. Und das ist der Titel. Den Anspruch habe ich, weil ich die Qualität der Spieler sehe, weil wir den Heimvorteil haben, weil ich merke, dass Julian Nagelsmann bei der Mannschaft ankommt. Die Spieler folgen ihm. Es ist eine gute Stimmung da gewesen in den letzten beiden Spielen gegen Holland und Frankreich, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb des Platzes. Und deswegen geht Deutschland als Favorit, als einer der Favoriten in dieses Turnier. Das erste Spiel von Deutschland ist dann gegen Schottland in München am 14. Juni. Du hast vorhin schon gesagt, Schottland kann auch ein ziemlich ekliger Gegner werden. Wie siehst du da die Chancen beim Auftakt? Also geschenkt wird der deutschen Mannschaft ganz sicher kein Spiel. Deswegen Schottland bei allem Respekt. Sie spielen anderen Fußball, nicht mit diesem Kick und Rush, wie ich schon gesagt habe. Aber trotzdem sollte Schottland auf jeden Fall ein machbarer Gegner sein für unsere Nationalmannschaft. Du weißt ja auch, wie es ist, auf dem Platz zu stehen. Und Toni Kroos, der hört nach der EM jetzt aber auf. Glaubst du, das kitzelt aus den Jungs noch mal so ein bisschen mehr was heraus? Auch für Toni, sage ich mal, diese EM noch mal? Ja, das wäre halt der schönste Abschluss. Aber ich glaube nicht, weil Toni Kroos jetzt nach dieser EM seine Fußballschuhe an den Nagel hängt, leistet er noch mal 10% mehr. Dann wäre es ja überirdisch, weil was er geleistet hat in seiner Karriere, welche Titel er mit Real Madrid gewonnen hat, zu welcher Persönlichkeit er herangewachsen ist, das ist einmalig. Und ich glaube, dass Toni Kroos der erfolgreichste deutsche Fußballspieler ist aller Zeiten. Also er hat vielleicht nicht die persönlichen Titel gewonnen, aber 5-mal Champions League bisher gewonnen. Ein Titel fehlte noch, das ist nämlich der Europameistertitel. Und natürlich wird er alles geben, um seine Karriere zu vollenden. Ja, weil wir haben ja vorhin von einem Sommermärchen gesprochen. Ja. Da muss man dann auch Erster werden. Und Toni Kroos, wie gesagt, der einzige Titel, der ihm noch fehlt, ist diese Europameisterschaft. Und natürlich wird er motiviert sein, aber er hat so viel Erfahrung, er wird das machen, was er immer gemacht hat. Leistung bringen, konzentriert sein, fokussiert sein und versuchen, seine Ideen in den Spiel der deutschen Mannschaft mit einfließen zu lassen. Lothar, mich würde noch interessieren, wie lautet denn deine Gruppenprognose für diese Gruppe A? Ja, Deutschland 1 und dann spricht natürlich das Herz ein bisschen für die Ungarn. Mhm. 2 Ungarn, 3 Schweiz, 4 Schottland. Also dann am Ende mal schauen, wie das wird. Kommen wir mal zur Gruppe B. Da haben wir drin Albanien, Kroatien, Italien und Spanien. Wir fangen mal mit Italien an. Die sind ja Titelverteidiger, waren bei der WM 2022 beispielsweise aber gar nicht dabei. Was glaubst du denn? Wie kommen die Italiener davon zurück, bei dieser EM nicht dabei gewesen zu sein? Das kennen Sie ja schon. Das waren Sie 4 Jahre vorher auch nicht. Die waren bei den letzten beiden Weltmeisterschaften nicht dabei. Die letzte Weltmeisterschaft, die die Italiener gespielt haben, liegt mittlerweile 10 Jahre zurück. Das war nämlich in Brasilien. Aber Italien, Fußballland. Euphorie. Ja, schon wenn man die Nationalhymne der Italiener sieht, wie sie mitsingen, gehören sie zum Favoritenkreis. Sie sind amtierender Europameister. Also haben das ja vor 4 Jahren kompensiert, vorher nicht bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein, dann werden sie Europameister. Und dann als Europameister qualifizieren sie sich nicht für die nächste Weltmeisterschaft und sind jetzt wieder für die Europameisterschaft qualifiziert. Eigentlich müsste es ja schon wieder heißen, wenn man so einen Rhythmus folgt, die werden wieder Europameister. Aber das hoffe ich natürlich nicht, weil ich sehe sie auch nicht zum engen Favoritenkreis. Aber sie sind immer eine Mannschaft, die weit kommt. Sie können Turniere, es ist eine Turniermannschaft. Die können Playoffs, können Endspiele. Und ab dem Achtelfinale ist ja jedes Spiel ein Endspiel praktisch. Wir reden immer nur von einem Endspiel. Es sind insgesamt dann 4 Endspiele. Vorher kannst du dir in der Gruppenphase mal irgendwann einen Ausrutsch erlauben. Dann die Spanier natürlich. Da waren bei der letzten Europameisterschaft noch Namen wie zum Beispiel ein Busquets dabei. Die Mannschaft der Spanier wird ja ein bisschen jünger. Glaubst du, dieser Umschwung wird den vielleicht noch mal so ein bisschen einen Push kriegen? Oder wie schätzt du die Spanier ein? Ja, die Spanier haben natürlich immer gute U21, U19, U17-Mannschaften, holen auch sehr viel Titel im Nachwuchsbereich. Und deswegen können sie von unten gut aufhören, sind gut ausgebildet in ihren Akademien und haben natürlich auch jetzt, ich denke jetzt an Olmo zum Beispiel von RB Leipzig. Die haben natürlich auch Spieler, die schon sehr viel Erfahrung mitbringen und natürlich nicht mehr diese Xavis und diese Iniesta und diese Busquets und diese Piquets und wie sie alle geheißen haben. Auch diese Jungen haben noch nicht diese Erfahrung, die man vielleicht braucht bei einem Turnier in entscheidendem Moment, dann mit der Erfahrung vielleicht den Unterschied herzustellen. Und deswegen gehört Spanien für mich nicht zum ganz engen Favoritenkreis, sondern wie die Italiener so ein bisschen zum erweiterten Favoritenkreis. Mhm. Dann sind zum Beispiel noch die Kroaten mit in der Gruppe. Von denen weiß man, dass die so ein bisschen die Rolle des Underdogs ganz gerne annehmen können. Ich meine, beim WM-Finale 2018 zum Beispiel waren sie ja gegen Frankreich auch vertreten. Glaubst du, die könnten in der Gruppe noch was reißen?
Auf jeden Fall. Die Kroaten, ich kenne ja diese kroatische Mentalität sehr gut. Ich bin sehr häufig in Kroatien im Urlaub, habe auch viele kroatische Freunde. Sie waren auch bei der letzten WM, haben sie den dritten Platz erreicht. Also es war ja kein Glücksfall bei dieser Weltmeisterschaft, 2018 im Finale zu stehen in Russland, sondern 2022 haben sie das in Katar eigentlich wiederholt. Waren zwar nicht im Finale, aber Platz 3 ist ja im Endeffekt auch ein sehr gutes Ergebnis für ein Land, das knapp über 4 Millionen Einwohner hat und Fußball hat natürlich einen ganz hohen Stellenwert. Mit Modric wird wahrscheinlich auch einer wie Toni Kroos sein letztes großes Turnier spielen. Natürlich haben sie nach wie vor große Spieler, haben erfahrene Spieler. Guardiol, der bei Leipzig gespielt hat, mit 22, 23 Jahren bei Manchester City zurzeit nicht wegzudenken ist, sieht man auch, dass junge Spieler nachkommen. Und man hat bei Kroatien immer das Gefühl, die treten als Einheit auf. Nicht nur auf dem Platz, sondern mit so viel Fans im Rücken und in Deutschland und in den Ländern drumherum leben ja so viele Kroaten. Und da erzähle ich eine kleine Geschichte. Ich war letztes Jahr beim Nations League Finale in Rotterdam dabei, wo sie gegen Spanien gespielt haben. 50.000 Zuschauer im Stadion, 45.000 Kroaten. Rot-weißes Fest der Kroaten in Rotterdam. Dann wissen wir, was uns da auch erwartet. Die Unterstützung der Kroaten wird wahnsinnig sein, weil sie kommen ja nicht nur aus Deutschland, sondern die kommen aus Holland, aus Belgien, aus Frankreich. Alles kommt von den kroatischen Fans. Alles aus Europa wird hier sich wiederfinden in den Stadien. Und sie werden alles in Bewegung setzen, dass sie wirklich ihre Mannschaft wieder phänomenal unterstützen. Also das wird auf jeden Fall eine spannende Mannschaft, auf die wir natürlich auch unsere Blicke richten werden. Die optimale Punktausbeute von 9 Punkten, wie ich das den Deutschen zutraue, traue ich hier in dieser Gruppe aufgrund der Ausgeglichenheit keiner Mannschaft zu. Wirklich ausgeglichen. Jetzt okay. Wird's schwer. Ich sage Spanien, Italien, Kroatien, Albanien. Okay, auch da werden wir am Ende sehen, wie es dann wird. In Gruppe C haben wir Dänemark, Serbien, England und Slowenien. Und wir kommen direkt mal zu England, denn die Three Lions, die haben lange keinen Titel mehr geholt. Die sind durstig danach. Und die Frage ist, is it coming home dieses Jahr? Ja, die Fans sind immer durstig bei den Engländern, ja. Und die Spieler sind hungrig nach Erfolg. Waren ja letztes Mal gegen Italien bei der Europameisterschaft im Endspiel gestanden. In einem Heimspiel im Wembley-Stadion haben sie dann auch unglücklich im Elfmeterschießen verloren. Also sie waren letztes Mal schon ganz nah dran und gehören für mich auch zum engen Favoritenkreis. Sie haben gute Spieler, sie sind auch in der Breite sehr gut aufgestellt, viele junge Spieler. Der Trainer hat ja auch viele namhafte Spieler weggelassen, nimmt er es gar nicht mit. Ich denke da an Sancho zum Beispiel und Rashford ist auch nicht dabei. Aber da sieht man, welches Potenzial in dieser englischen Mannschaft steckt, auch in der Breite. Aber das muss sie als Mannschaft zeigen. Das muss sie zeigen bei einem Turnier eben nicht nur mit einem Endspiel oder mit guten Spielen, sondern eben auch mal mit einem Titel. Und ein Titel der Engländer liegt ja schon ein bisschen zurück. Lange ist her. Dänemark und Slowenien, die kennen sich jetzt zum Beispiel aus der Qualifikation, sind als Erster und Zweiter weitergekommen. Da wird es natürlich dann auch ins direkte Duell gehen. Wie schätzt du die beiden Mannschaften oder Nationen ein? Ja, Dänemark kennen wir ja. Da haben wir auch wieder einige Spieler, die in der Bundesliga spielen, beziehungsweise auch in England. Viel Erfahrung, haben immer so ein bisschen eine gewisse Lockerheit. Und das macht die dänischen Mannschaften so unangenehm. Man hat es auch 1992 gemerkt, wo sie Europameister geworden sind. Eigentlich nicht qualifiziert, nur reingekommen über einen Umweg, weil Jugoslawien aufgrund der politischen Situation nicht teilnehmen konnte. Und dann ist Dänemark reingerutscht, sind die Spieler alle aus dem Urlaub gekommen und sind auf einmal Europameister geworden. Genauso wie Serbien auch alles auf den Platz geben wird? Ja, Serbien habe ich auch wieder eine Vergangenheit. Ich war bei Partizan Belgrad Trainer, habe da eine tolle Zeit gehabt. Und ähnlich wie Kroatien, ein kleines Land, aber mit großer Euphorie für den Fußball. Und nicht nur die Spieler, sondern eben auch das ganze Land steht hinter ihrer Mannschaft. Die Serben schlagen sich teilweise selbst, weil sie vielleicht mannschaftlich noch nicht so zusammenspielen, wie es eine Mannschaft braucht, die Großes erreichen möchte. Mhm. Also ich würde sagen, auch Serbien hat eine Mannschaft, der ich ein Weiterkommen zutraue. Aber es kommen ja nur 2 Mannschaften und jeweils der dritte weiter. Man weiß nicht, wie die Unentschieden alle wirken. Also das sind dann auch, ist eine Gruppe und dann kommen wir ja gleich dazu. Erster natürlich England als Favorit. Zweiter würde ich sagen Serbien aufgrund der persönlichen Qualität eines jeden einzelnen Spielers und der Trainer, der mit seiner Erfahrung da vielleicht doch so eher den Mannschaftsgedanken auch rüberbringen kann an jeden einzelnen Spieler. Die Dänen dann ganz knapp dahinter und Slowenien auf Platz 4. Spannend.
Gruppe D haben wir Österreich, Polen, die Niederlande und Frankreich. Österreich wird ja trainiert von Ralf Rangnick. Was glaubst du denn, was kann er aus seinen Spielern rauskitzeln? Sehr viel. Das hat man gesehen im November, wie Deutschland gegen Österreich verloren hat. Das ist der österreichische Fußball. Jetzt kann man sagen, die Deutschen haben schlecht gespielt, aber Österreich hat es halt sehr gut gemacht. Und nicht nur gegen Deutschland, sondern dann auch vor zwei Monaten war es gegen die Türkei, wo man 6-1 gewonnen haben, die sich ja auch qualifiziert haben. Also das sind schon Ausrufezeichen. Ein Vorteil für Ralf Rangnick ist, dass er selbst in Österreich mal als Trainer gearbeitet hat, in der Red Bull-Schule praktisch. Und diesen Spielstil, den jetzt die österreichische Nationalmannschaft spielt, eigentlich dort erfunden hat, geprägt hat. Red Bull hat eben dieses dynamische Spiel nach vorne, schnelles Spiel, aggressives Pressing. Und genau das spielt jetzt die österreichische Mannschaft. Auch ähnlich wie bei den Schweizern, viele Österreicher in der Bundesliga zu finden. Ich glaube, 13 Legionäre aus der Bundesliga dabei im österreichischen Kader. Spieler, die hier in Deutschland nochmal den nächsten Schritt gemacht haben, die auch Führungsspieler sind. Ich denke an Sabitzer Dortmund oder an Leimer bei Bayern München, auch wenn es vom Namen her schwer klingt, mit Holland und Frankreich wahrscheinlich die zwei Favoriten, aber auch Lewandowski mit Polen dabei. Also das ist schon eine Gruppe, wo alle vier Mannschaften Chancen haben, eigentlich weiterzukommen. Du hast sie gerade schon angesprochen, die Niederlande und Frankreich. Warum siehst du die beiden als Top-Favoriten? Ich habe nur gesagt, dass es zwei Mannschaften sind, die Österreicher müssen die Top-Leistung bringen, um da weiterzukommen. Natürlich vom Namen her ist vielleicht Holland oder Niederlande und Frankreich höher einzuschätzen wie Österreich. Ja. Franzosen, ja, ähnlich wie England, in der Breite ein super aufgestellter Kader, großes Potenzial für Deschamps, den Trainer. Aber sie müssen es einfach dann auch umsetzen, bei der letzten Weltmeisterschaft im Finale gewesen, zweimal hintereinander im Finale gewesen, einmal gewonnen, 2018, 2022 verloren, dann gegen die Argentinier im Elfmeterschießen, mit Mbappé natürlich ein Ausnahmespieler. Aber man hat auch gesehen, gegen Deutschland die letzten zwei Spiele verloren. Ab und zu habe ich den Eindruck bei den Franzosen, sie meinen, sie sind stärker, wie sie in Wirklichkeit sind. So ein bisschen was Arrogantes, was dann eben teilweise schon mal gut rüberkommt, aber ab und zu schneiden sie sich damit ins eigene Fleisch. Von dieser Seite her, Franzosen natürlich der dritte Top-Favorit bei dieser Europameisterschaft neben England und Deutschland. Jetzt höre ich schon mal auf mit den Top-Favoriten. Das sind meine drei Favoriten, engere Favoritenkreis. Und die Niederländer natürlich auch da mit Koeman, einen Trainer, der viel Erfahrung mitbringt. Ihr System, Van Dijk natürlich, der Turm in der Schlacht hinten, aber auch vorne gute Spieler, schnelle Spieler. Sie haben es auch hier in Frankfurt vor zwei Monaten gezeigt, dass es nicht so einfach ist, gegen sie zu gewinnen. Und deswegen ist das schon eine Gruppe, die im Endeffekt dann abgerundet mit den Polen, genau, mit Robert Lewandowski. Aber die Polen haben mich schon bei der Weltmeisterschaft enttäuscht. Robert Lewandowski steht nicht mehr so, nicht weil er jetzt in Barcelona spielt, aber er hat nicht mehr, sagen wir mal, die Torquote, die er bei Bayern München gehabt hat, obwohl dass er in einer guten Mannschaft spielt in Barcelona. Ich glaube, Robert, den ich sehr schätze, da, wo er mal war, ist er nicht mehr, aber er ist immer noch gut genug, um den Unterschied zu machen. Eine Hammergruppe, wie ich finde. Gibt es da eine Partie, auf die du dich besonders freust? Österreich gegen Frankreich, ja. Und wie lautet deine Prognose für diese Gruppe? Platz 1 Frankreich, Platz 2 Österreich, Platz 3 Niederlande, Platz 4 Polen. Gut, also dann kommen wir auch schon direkt weiter zur Gruppe E. Dort haben wir Belgien, die Slowakei, Rumänien und die Ukraine. Belgien hat, wie man sagt, die goldene Generation so ein bisschen vor sich. Wir haben schon vor zwei Jahren gesagt, so De Bruyne und Lukaku. Ja, Lukaku spielt jetzt bei der Roma. Ja, er ist natürlich auffällig, aber er ist nicht mehr Lukaku wie vor drei, vier Jahren. Und aber De Bruyne? Seine Torquote hat er noch. De Bruyne, ja. Aber früher waren es 7, 8 von dieser Generation, vom Alter her. Und ich weiß ja, von was ich rede, weil wie wir 1990 Weltmeister geworden sind, waren wir auch 5 Spieler von einer Generation. Das war Guido Buchwald, das war Andreas Brehme, Rudi Völler, Bjelić Baski und ich. Wir haben 10 Jahre vorher schon in der U21 gespielt. Und 2014 war es mit Boateng, mit Hummels, mit Özil, mit Neuer auch so eine goldene Generation. Aber jetzt sind die Belgier, und das ist ja das Schöne an den Belgiern, auch ein kleines Land, hier hatten sie eine goldene Generation, wo einige noch jetzt spielen und immer noch gut sind, wie du gerade gesagt hast. Aber sie haben sehr viele Junge da, die nächste goldene Generation werden könnten. Und das ist jetzt so ein kleiner Mix. Ja? Nicht jetzt nur Erfahrung, sondern eben auch die jungen Wilden. Die junge, wilde Generation der Zukunft für Belgien. Ja, Belgien, deutschen Trainer, Tedesco, wissen wir, Erfahrung, junge Spieler, Geschwindigkeitsspieler, technisch gut ausgebildete Spieler.
Belgier gehört zum erweiterten Favoritenkreis. In der Gruppe ist aber auch noch Rumänien, Slowakei, die Ukraine. Bei dieser Gruppe habe ich eigentlich mehr das kleine Problem, wer wird Vierter, Dritter, Zweiter, der freut sich sowieso, der ist automatisch weiter. Aber das wird so ein Dreikampf um die möglichen zwei Plätze, die ein Weiterkommen ermöglichen. Ja, natürlich wünscht man es aufgrund der politischen Situation irgendwo den Ukrainern, die ja auch im Endeffekt sehr gut performen, schnelle Spieler haben, spielt aber alles eine Rolle, werden eine gute Unterstützung bekommen. Ja, also ich sage jetzt, erster Belgien haben wir schon hinter uns, oder? Zweiter, sagen wir, die Ukraine. Ja, ja, nehme ich auch. Die Slowakei wird Dritter und Rumänien wird Vierter. Nehme ich genauso. Nimmst du genauso? Nehme ich genauso. Okay, super. Bekommen wir keinen Ärger hier. Ne? Wir haben dann noch eine letzte Gruppe, und zwar die Gruppe F. Da haben wir Georgien, die Tschechische Republik, Portugal und die Türkei. Fangen wir mal mit Portugal an. Auch da wieder ähnlich wie in der Gruppe vorher. Ein Favorit, Portugal. Mhm. Und nicht nur, weil Ronaldo so viele Tore geschossen hat und so viele Länderspiele hat und nach wie vor seine Tore schießt, ja, auch wenn seine ganz große Zeit vorbei ist. Aber Ronaldo ist nach wie vor das Gesicht der portugiesischen Nationalmannschaft. Aber die portugiesische Nationalmannschaft ist nicht mehr abhängig von Ronaldo. Da haben sie so viele gute Spieler. Qualität. Spieler auch da in die Breite gesehen, ist dann eben auch Portugal eine Mannschaft, die ich zum erweiterten Favoritenkreis zähle. Mhm. Es sind so 4, 5 Mannschaften. Mhm. Ja, Portugal auf jeden Fall der große Favorit in dieser Gruppe, würde ich sagen. Mit der Türkei haben Sie jetzt eine Mannschaft, die natürlich eine Riesenunterstützung in Deutschland auch erfahren könnte. Das hat man beim Länderspiel gegen Deutschland zum Beispiel auch gesehen. Glaubst du, das wird ein Faktor bei diesen Spielen, die die Türkei absolvieren wird? Ja, natürlich. Familien, die verwurzelt sind hier, die seit Jahrzehnten, Generationen eigentlich schon in Deutschland leben, die fiebern dieser Europameisterschaft entgegen. Und natürlich die türkische Mannschaft ist natürlich, würde ich sagen, nach Deutschland der zweite Gastgeber, weil eben viele türkische Leute und Fußballfans hier in Deutschland leben und kurze Anreisen haben. Türkei, haben gut gespielt, außer gegen Österreich zum Schluss, aber auch da mit Mundella, einen italienischen Trainer, der wahrscheinlich dann auch ein bisschen auf die Defensive schaut, dass man da besser steht. Und natürlich mit der Unterstützung hat die Türkei auch große Chancen, die nächste Runde zu erreichen. Wie lautet da deine Prognose in der Gruppe mit Georgien, Tschechien? Ja, Georgien auf Platz 4, die Tschechei auf Platz 3, mhm, die Türkei mit dem Heimvorteil, mhm, auf Platz 2 und Portugal der große Favorit. Der große Favorit. In dieser Gruppe. Ich glaube, nicht nur mich, sondern viele Fußballfans da draußen wird interessieren, wer wird denn für dich die Mannschaft, die größte Überraschung sein wird, wer wird dich vielleicht aber am meisten enttäuschen können? Ja, schwierig. Das hängt wirklich von einem Spiel kann es abhängen, ja. Von einem Moment kann es abhängen. Und das kann Deutschland erwischen, das kann aber genauso auch England oder Frankreich erwischen. Ja, und ich sage jetzt mal, die Österreicher könnten mich überraschen, weil ich glaube, dass dieser Powerfußball jeder Mannschaft wehtun kann. Dieses aggressive Pressing, diese Geschwindigkeit, diese Taktik von Rangnick. Die haben, wie gesagt, Deutschland geschlagen, die haben Türkei geschlagen. Österreich traut mir es dann vielleicht nicht zu. Also könnte ich mir vorstellen, dass Österreich, ja, wenn sie sich auch in dieser Gruppe durchsetzen, was ja nicht so einfach ist, ja, aber wenn sie sich ja durchsetzen, dann ist für die auch vieles drin. Und Italien könnte die Enttäuschung werden, weil sie im Endeffekt Höhen und Tiefen gehabt haben in den letzten 6 Jahren, entweder ganz oben oder gar nicht dabei. Jetzt haben wir über alle Gruppen und über viele Mannschaften gesprochen. Lothar, wer wird am 14. Juli in Berlin die Trophäe in den Nachthimmel? Also ich wünsche mir natürlich Deutschland. Ich habe es ja auch gerade schon gesagt. Ich traue es der Mannschaft zu. Mhm. Wichtig ist die Unterstützung. Die Fans werden die Mannschaft unterstützen. Was ich mir aber auch wünsche, ist, dass wir sie Fußball spielen lassen und nicht mit anderen Themen voll blockieren. Also ich will das nicht mehr sehen, was wir da vor 2 Jahren erlebt haben bei der Weltmeisterschaft. Ja, da war Fußball gar nicht wichtig. Wir haben über Regenbogenfarben gesprochen, über Frauenrechte. Alles in Ordnung. Gehört dazu. Aber nicht für die Spieler, dass sie benutzt werden und sagen, wir müssen uns den Mund zuhalten oder wir diskutieren 3 Tage über die Farben der Spielführerbinde. Das sollen andere Leute machen. Da haben wir genügend Funktionäre beim DFB. Lasst die Spieler in Ruhe auf das konzentrieren, für was wir ins Stadion gehen, nämlich lass die Fußball spielen. Da gibt es einen Präsidenten, da gibt es einen Sportdirektor, gibt es einen Manager, da gibt es einen Pressesprecher, da gibt es alles. Die sollen sich um diese anderen Probleme kümmern. Die Fußballer sollen sich auf das konzentrieren, was wir von ihnen erwarten. Leistung auf dem Platz und dann stimmen auch die Ergebnisse. Und das war bei den letzten Turnieren nicht der Fall. Da hat man die Spieler einfach mit zu vielen Sachen konfrontiert
Und natürlich redet man untereinander. Es ist ja nicht so, ach, das hört man mal und geht raus. Das beschäftigt einen im Kopf. Und deswegen, wie gesagt, sage ich eins. Fans und Journalisten, lasst die Spieler spielen, unterstützt sie. Und ich bin auch kritisch als Experte, aber ich freue mich auf diese Europameisterschaft, weil ich weiß, dass wir eine Mannschaft haben, Spieler haben, die diesen Titel holen können. Und wenn wir ihn nicht holen, dann wird es entweder England oder Frankreich. Hoffentlich aber bleibt es bei Deutschland. Wir freuen uns auf die anstehende Euro 2024. Lothar, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst. Und danke wir drücken dir. Natürlich auch dir die Daumen und wünschen dir eine gute Zeit bei danke. Der EM. Danke. Danke.